Willkommen zurück bei Amnesia. Im Voraus, ich hoffe, dass es flüssig läuft. Das letzte Video lief alles andere als flüssig. Das tut mir mega leid, aber ich konnte es dann schlussendlich auch nicht mehr anders machen. Die Aufnahme war komplett zerhauen. Ich weiß echt nicht warum. Ich hoffe, es funktioniert wieder. Aber leider hat das Spiel heute wieder Faxen gemacht. Und deshalb bin ich mir da echt nicht sicher. Also wenn, dann verzeiht es mir. Ich werde versuchen, dass sowas nicht allzu oft vorkommt. Was muss ich denn hier machen? Und jetzt noch den hier. Kommt so eine Musik, so eine Kette an. I have you now, creature. I will destroy an Noten. Stop him! Stop him! Kill him! It is over. It is time to end this madness. Das ist jetzt das Herz von diesem Typ, der immer mit uns spricht, oder? Das sehe ich schon richtig. Wir gehen mal runter. Steht alles unter Strom. Und ja, da passiert es auch schon. Und ich glaube, wir haben ihn zerstört. Ich glaube tatsächlich, wir haben ihn. Ein Spiel. Ich achte jetzt immer so ein bisschen auf OBS, ob da irgendwie was angezeigt wird, aber CPU ist normal, alles normal. Ich hoffe, es leckt nicht. Ich hoffe es. Und wir schauen jetzt mal weiter. Listen to your heart. Bist nicht mein Freund, du hast meine Kinder entführt. Wo sind wir denn jetzt überhaupt schon wieder? Da vorne war sein Sarg, vermute ich mal. We sought the same thing, to save humanity, ridding them of their painful, stupid, pointless lives. Mandus, stop. Think about what you are doing. For your children, Mandus. Do not speak of my children, monster. I did not kill your children, Mandus. You sacrificed them on the temple steps, knowing what the coming century would do to them. Your sons will drown, lungs full of mud and shrapnel on the banks of the Somme. You wanted to save them from the horror to come. That is the vision we shared. Everything we have built to avert this coming nightmare. You and I are one. We are the same. Our souls are entangled. We deserve to make them free. Ach, hier oben sind überall unsere Kinder nochmal. Das ist mega komisch hier alles. Mandus Procession Company. Also es ist tatsächlich unsere Firma hier. Wir haben sie nicht nur mit aufgebaut, sie gehört uns. Englisch wirklich Mustard Gas? Also wirklich Senfgas? Krass. Hätte ich nie gedacht. I have murdered dissidents where the ground never thaws and starved the masses into pain.
a child's shadow burnt into the brickwork. A house of skulls in the jungle. The innocent Mandus trod and bled and gassed and starved and beaten and murdered and enslaved. This is your coming century. They will eat the Mandus. They will make pigs of you all. And they will bury their snouts into your ribs. And they will eat your hearts. Die Musik ist auf jeden Fall wieder sehr schön und atmosphärisch. Und jetzt schauen wir, wo wir hinkommen. Hier wieder die Spielsachen unserer Kinder und so weiter. Was passiert? Nein, mein Freund, wir müssen dich umbringen. Wir müssen dich loswerden. War das unser Geist? Müssen wir uns jetzt selbst killen, oder... Achterbahnfahrt! Woo. Und da liegen wir, tot. Wir haben alles zurechtgerückt, was zurechtzurücken war. Wir haben unseren eigenen Geist bekämpft und gewonnen, um unsere Kinder zu schützen, die wir leider vorher verloren hatten. I lay there and watched the god I had created die. At the end, when we were cold as the stone we had hewn his body from, when the lights were nearly all extinguished, we heard, in the silent distance, the man-pigs singing to one another. Then, as the last lights were gone, and we lay together in the deep, they drifted away, and all was silent. Such a silence I have never known. And as the dust settled on my opened eyes, and we lay together embraced forever, I heard, miles above us, the sounds of the city turning over in its sleep. A church bell ringing out. And in that moment, the new century was born. Die Lage in London hat sich normalisiert. Die Legende um Jack the Ripper ist entstanden. Und die Tore schließen sich für immer. So, das war's mit Amnesia 2 bzw. Amnesia A Machine for a Pig. Ihr kennt mich, ich werde hier alles durchlaufen lassen. Es war jetzt nicht das Spiel schlechthin. Also, der erste Teil war deutlich besser. Aber man kann jetzt auch nicht sagen, dass es ultra schlecht war. Es war schon gut. Und gerade auch das Ende hat mich jetzt so ein bisschen geflasht, hat mich ein bisschen mitgenommen. Und dann würde ich mich jetzt mal an dieser Stelle verabschieden und werde, wie gesagt, hier noch alles durchlaufen lassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Let's Play wieder. Das ist jetzt zu Ende. Was danach kommt, weiß ich noch nicht. Aber wir sehen uns auf jeden Fall beim neuen Let's Play wieder oder bei einem anderen Stream wieder. Wenn euch das Let's Play allgemein gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall noch einen Daumen nach oben da. Bei allen Videos, wenn es geht. Und ihr dürft auch sehr gerne abonnieren. Und wir sehen uns, wie gesagt, beim nächsten Stream oder Video wieder. Bis dann. Ciao. Thank you.